Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Black Myth Wukong. So. Also. Ist jemand. So. Zap und zap. Sogar mehr als einer. So. So, dann haben wir den auch weggeknackt. Top. Okay, und der ist gestorben an unseren Dornen. Ja. Au! Ich dachte, weil er in die andere Richtung... Hey! Ich dachte, ich wäre ausgewählt. Au. Und getötet. Sehr gut. Wir haben uns halb geheilt. Das heißt, wir können uns nochmal heilen, um dann das hier zu sammeln. Okay. Oh, ja. Das hier nehmen und das ist... kein Gegner? Oh. Oh, Moment. Okay, hier ist nichts. Ja. So, kaputt machen. Alles schön kaputt machen. Gut. So, damit wir es nicht verpassen, gehen wir nochmal hier. Ja, ja, bestätigen. Okay. Okay. So. Ich gebe mal Gas. Gut, wir können nichts kaputt machen. Ich dachte wirklich, wenn wir hier reinkommen und rechts gehen, also da entlang, würden wir dahin kommen, wo der andere war. Oh. Ah, ne. Ich dachte, das wäre etwas zum Aufsammeln. Ja. Und dann gehen wir halt nach oben. So, ich vermute mal, dass... Okay. Ich glaube, wenn wir darüber gehen, ist es mit diesem feuerspeienden Yahagoi. Dann gehen wir zuerst mal da. Ist das der Hauptweg oder? Okay, ich glaube. Ah, doch, kann man. Hier drüben. So. Mann. Okay. Scheiß, Alter. Ja.
So, den haben wir erledigt. Dann greifen wir den an. Oh. Sehr schön. So, tap. Ah, da oben ist er. Gut, dann... Hallo, alter Mann. So. Dann haben wir hier nichts mehr. Oh. Eine Kiste. So, dann annehmen. Sehr schön. Wir gehen um die Säule hier einmal drumherum, um zu sehen, ob sich nichts mehr versteckt. Und dann gehen wir rein. Denn ich glaube, da ist... Da geht es zum Hauptboss und hier... Es hieß ja in einem Nebentempel. Nebengebäude. Nebengebäude des Tempel? Ich weiß es nicht mehr. Und weil wir uns ja in einen Fuchs verwandelt haben, glaube ich, ist das... Was haben wir hier? Okay. It's the eyes that see make your power leak. Hey, okay. Ist das hier zum Boss? Soll man hier als Fuchs hinkommen? Man kriegt doch von allen Seiten eins auf den Deckel. Ja. Reagieren die drauf, weil wir sprinten? Denn eigentlich sollten wir ruhig sein. Also, leise meine ich, nicht ruhig. Leise. Wow! For years, I've prayed you'd find peace. Still, you come to take my life in penance against yours. You wouldn't understand my agony when I took your life. The Buddha sees. No such vengeance. I shall usher you to the beyond once more. Need your effort.
Okay, und hopp. Hey, ich bin ausgewichen. Diesmal auch. Oh. Verdammt. So. So, und hopp, und hopp. Also, der war... Der den... Unleere, okay? So, und... Au! Wow. Und hopp. Aber das mit den Bücherseiten finde ich schon geil. Die aufgewirbelt werden. Auch. Ah, verdammt. Okay. Oh fuck. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder. Ja. Ja, und der Typ da drüben lebt ja auch noch und die auch. So. Ah, da sind ja auch noch welche. Und hopp, und hopp, und hopp, und... So. Die loszuwerden ist nicht schwer. So, hopp. Nein, ausweichen, ausweichen. Heilen. Ich hasse den Typen. Das Ausweichen bringt gar nichts. Also das Ausweichen mit wegen dem automatischen Schlag. Ich glaube, ich kann die Punkte da rausnehmen und irgendwo anders hinpacken. Au. Lass mich hier raufgehen. Au. Ja.
Au. So. Dann müssen wir halt eben so durchkommen. So. Haben wir hier irgendetwas? Nein. Was wir aufnehmen können. Wir wissen ja jetzt, wo wir hin müssen. Die Fuchs. Müssen wir nochmal als Fuchs dahin? Ich glaube nicht, oder? Oh, moin. Ah, das war eine normale Flamme und keine Seele. Okay. So, in dem Falle. So, komm her. So geht's auch. So, jetzt zu den da. Komm her, du. So. Dann haben wir besiegt. Ach so. Bin kurz erschrocken. So. Und jetzt hier rein. Ah, verdammt. Ah. Ich dachte, ich bin ausgewichen. So, der läuft da drum. Es würde hier nichts passieren. Jetzt, so. Ah, oh, verdammt. So. Au. Verdammt. Perfekt. Und jetzt prügel ich den. So. Ich bin eigentlich ausgewichen.
Aber gut. So. Gut, das ist nochmal so ein Feuer. Das ist ein spezieller. So, er ist müde und hopp. Thunderclap. Ja, aber da drüben ist es, So. So. Sehr gut. Dann kann ich die zwei hier dienen. Denn ich möchte mit vollem Leben und vollem Kürbisflasche zum Typen gehen. Leeren Dingsmonster. Ja, okay. Das ist ein bisschen scheiße. So. Gut, hier haben wir nichts. Ja, ich wollte ausweichen. Hey. Siegt. Auch wenn es mir sehr, also mich sehr viel gekostet hat. So. Dann hätten wir das und jetzt ist die Frage, was ist mit dem hier? Gut, den haben wir auch wieder besiegt. Und noch den da. Gut. Doch, das kennen wir. Wir sind hier lang gegangen. Dann statt da hoch sind wir da entlang gegangen. Genau. Kommen wir überhaupt noch nicht dort an, wo ich dachte, wir hinkommen. Ich dachte, von hier kommen wir. Das sei der Feuerspeier. Au. So, sehr schön. Ja.
Wir werden aber getroffen. So, komm her. Sehr schön. So, und den da. Ja, Baby. Ja. Okay, doch. Wir kommen dahin, wo ich dachte, wir hinkommen. Aber den Typen will ich nicht besiegen, denn da oben haben wir nochmal so einen. Und der gibt uns eine blaue Flamme. Und der ist ein bisschen mehr wert. Deshalb will ich noch nicht hingehen. Und hopp. Aber wir haben uns nicht so schlecht angestellt, wie ich dachte. So. It's the eyes, the silver. Au. Ja. Ich war übermütig. Sehr schön. Und jetzt zu dir. Ah, verdammt. Geisterkern. Sehr schön. Ah! Haben wir eine neue? Donnerstein. Trinken! So, geh mir nicht auf dem Sack. So, wenigstens das. Und jetzt... Nee, Ausrüstung? Oh ja, da. Das erhöht mehr Ausdauer. Das ist im Moment nicht so wichtig. Ja, die Donnerresistenz moderat. Meh. Maximale Ausdauer. Ich glaube, ein bisschen mehr Crit würde nicht schaden. Erhöht die Rate der. Ja, 30 Ausdauer. Ja, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Verteidigung moderat, ja. Wir haben ja gemerkt, moderat bringt
Verkürzt die Abklingzeite leicht. Oder warte. Wir wissen ja, Selbstbestimmung. Aha, 42. Ausrüstung. Gehen wir zu Crit. Selbstbestimmung. Ne, hier 3. Felsenfeste aktiv entfernt werden. Verringert die Ablenkzeit von Felsenfest moderat. Erhöht den Schaden der erfolgreichen Abwehr. Das könnte vielleicht was bringen und hier. Aber ja, lassen wir es zuerst und hier kurz Tagebuch sehen. Oh, wir haben alle niederen Yokais gefunden. Yaogais meine ich. Der wandernde Mönch. Schildkröten. Schatz. Okay. Und Vajar. Okay. Gut, was haben wir? Yaogai Oberhaupt. Ah, also einen haben wir ja noch. Dieser Mönch hier wird noch angezeigt. Aber dann... Ne, warte. Das Oberhaupt. Also, die Yaogai Könige hier, würde ich sagen, kommt noch der auf Deutsch Gelbbraue. Ne, Gelbstern. Und auf Englisch Yellowbrow. Und Charaktere fehlen noch? Der dritte Prinz? Okay. Wir haben... Okay. Kommen noch so viele. Oh, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.